Das ist Simon. Er hat sich für das Allianz Junior Football Camp beworben und einen der begehrten Plätze gewonnen. Diese frohe Botschaft wird ihm heute Frankie Schinkels überbringen. Ja, hallo liebe Zuseher. Was macht Frankie Schinkels in Brünangebirge? Was macht Puls 4 hier? Wir werden heute einen Jugendfußballtraum erfüllen. Da gibt es hier einen Simon und der hat einen riesen Preis gewonnen. Er darf nach Bayern München, er darf mit einem Fußball-Soccer-Camp mitmachen, organisiert von der Allianz, und er darf da mittrainieren mit den Superstars von Bayern München. Alaba, alle wie sie heißen, ist da. Ich bin schon gespannt, wie der reagieren wird. Geht's mit! Frankie macht sich bereit für seinen großen Auftritt. In wenigen Minuten wird er Simon die frohe Botschaft übermitteln, dass er am Allianz Junior Football Camp in München teilnehmen darf. Noch weiß der Nachwuchskicker aber nichts von seinem Glück und glaubt, dass der Fußballexperte einfach nur gekommen ist, um das Training zu beobachten. Der Trainer hat nämlich gesagt, ihr seid eine sehr talentvolle Mannschaft und ich bin jetzt am Weg in Niederösterreich, dass ich bei jedem Training einmal vorbeischaue. Und heute ist es bei dir, ne? Voller Einsatz von unserem Lockvogel. Um die Überraschung perfekt zu machen, spielt Frankie einige Minuten beim Training mit, bevor er die Mannschaft für eine Teambesprechung zusammenruft. Wer ist alle Bayern-Fan? Ah, sehe ich sie. Was ist dein Lieblingsspieler? Ribéry. Aber du weißt nicht, dass der Alaba unser Österreicher ist, gell? Ja. Wie heißt du? Simon. Simon? Hast du mit das Allianz-Gewinnspiel mitgemacht? Ja, habe ich. Simon Wunsch, das gibt's nicht. Ja, doch, das bin ich. Das ist ja Zufall. Ja, aber der freist du nicht, oder? Doch. Was? Das ist ja unglaublich, oder? Ich kann es nicht glauben. Die Katze ist aus dem Sack und Simon vor Freude sprachlos. Und was sagen seine Teamkollegen dazu? Was hat er für Qualität am Fußballplatz, den Simon? Was kann er in München bringen? Er hat auf jeden Fall einen starken linken Fuß, gute weite Bälle, so ähnlich wie der Mats Hummels. Ja, aber. Was Simon gerade erfahren hat, weiß sein Papa bereits länger. Für ihn war es nicht leicht, das Geheimnis vor seinem Sohn zu bewahren. Dementsprechend groß ist die Erleichterung. Ich habe es auch zuerst nicht fassen können, so wie mein Sohn jetzt. Und jetzt bin ich gespannt, was auf ihm zukommt. Ja. Also ich hoffe, dass ich bei diesem Camp sehr viel lernen werde. Und ich freue mich auch natürlich, die Stars zu treffen. Und wo geht der Simon hin? Allianz Junior Football Camp!